Etwas, was eben sehr selten ist, ist auch, dass ein Trainer sagt, die zwischenmenschliche Ebene war so wichtig, um Ja zu sagen. Da denkt man doch, dass in dem immer härteren Fußballgeschäft das Zwischenmenschliche ein Nebenbei ist. Wieso war Ihnen das so wichtig? Ja, zum einen bin ich noch erzogen worden mit Werten, wo ein Anschlag gilt und wo man auch diese Bodenständigkeit hat. Und ich glaube, die letzten Jahre, wenn man schaut, die Karriere, wo ich die Chance gehabt habe zu machen, war ich sehr oft in großen Vereinen. Und da ist natürlich ein anderer Druck und auch ein anderes Umfeld, wo dich richtig eher als Maschine sieht als Mensch. Und ich war auch froh, in dem Moment wieder in einen Verein zu kommen, die beide Beine am Boden hat, mit erfolgreichen Unternehmern in der Spitze und die wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und dieses Gefühl habe ich bekommen. Ich habe auch das Gefühl bekommen, dass ich gebraucht bin da. Und von dem her gehe ich die große Herausforderung mit großer Tatsache an. Sie wissen.